Kronprinzessin Mette-Marit muss operiert werden, Sophia Thomalla wird Gwen Stefani immer ähnlicher vor Gericht, Stalkerin von Hardy Krüger Jr. Sarah Nurun nach GNTM Beatrice Egli präsentiert ihr neues Album Yambi, Mozi und Jorge im Tanzworkshop. Prinz Michael Jackson zeigt erstmals seine Freundin der Kampf um die Rolle als Meghan Markle Double. Alexander, Honey, Keen, keine Lust mehr aufs Rampenlicht. Darum sorgt ein Kuss von Katy Perry jetzt für Aufsehen. Fürst Albert feierte seinen Ehrentag im kleinen Kreis herrlich normal. Fürst Albert feierte am Mittwoch, 14. März seinen 60. Geburtstag. Doch anstatt den runden Ehrentag mit einer großen Party zu begehen, verbrachte das monegassische Staatsoberhaupt seine Zeit mit seinen Liebsten Ehefrau Charlene, 40, und den Zwillingen Jacques und Gabriella, 3. Niedlicher Schnappschuss mit seinen Kindern an seinem 60. Geburtstag ließ sich Fürst Albert nur ganz kurz in der Öffentlichkeit blicken. Nach einem Gottesdienst holte er sich noch schnell ein paar Glückwünsche von den Monegassen ab, und dann ging's auch schon wieder zurück in den Palast. Dort ließ es sich das Geburtstagskind im kleinen Kreis gut gehen. Es ist nur eine kleine Feier. Mit der Familie und ein paar Freunden, verriet der Fürst dem amerikanischen Magazin People, mit dabei waren natürlich auch seine Zwillinge Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella, 3. Die beiden Mini-Royals halfen ihrem Papa sogar die Kerzen seines Geburtstagskuchens auszupusten. Das zeigt ein niedlicher Schnappschuss, den Fürstin Charlene auf Instagram teilte. Sie feierte im Januar ebenfalls einen runden Geburtstag, ihren 40. Im Sommer soll es deswegen eine große 100-Jahr-Party geben, um die Ehrentage des Fürstenpaares gebührend nachzufeiern. Wie normal der Fürst seinen 60. Geburtstag beging, sehen Sie im Video.